Heute gibt es ein Extreme Buy für Sky um einen Team of the Year. Ich habe mir Bellingham für knapp 7 Millionen Coins gekauft und mein Gegenüber hat auch eine ganz besondere Karte. Stimmt's, Enze? Was klappt, Freunde? Hier, ich habe Oberdorf hier und ich glaube, du hast das dazu sagen. So ist es, Freunde. Ja, ich habe an die gute Lena Oberdorf die Karte abgegeben, beziehungsweise durfte diese Trophäe so übergeben. Freunde, die war so krank, diese Trophäe. Die hat auch gefühlt 20 Kilo so gewogen. Können wir mal hier ein paar Videos und ein paar Bilder im Hintergrund einblenden. Es war ein Traum, Freunde, diese Team of the Year Trophäe. Es war ein wirklich... Es ging nicht schön an diesem Tag. 125k für die Minimum Price Range, Freunde. Es wird krachen, es wird knallen. Von daher könnt ihr jetzt, wenn es euch schon mal gefällt, lassen wir jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ja, ich würde sagen, bevor wir den ersten Spieler mal suchen, Freunde, falls ihr euch noch geile Karten so leisten wollt zum Team of the Year, gibt es hier nochmal die günstigsten PSN-Karten. Gönnt euch. Und zwar, Leute, gibt es nirgendwo PSN-Karten günstiger als bei Eneber. Link dazu ist selbstverständlich direkt unten und ihr bekommt wirklich dauerhaft 15-20% auf alle Guthabenkarten da. Da gibt es auch alles für die Xbox, alles für den PC, aber auch Gutscheine für Airbnb oder sogar Tinder, hä? Zusätzlich gibt es natürlich auch noch hier die günstigsten PC-Games, PlayStation-Spiele oder auch für die Xbox oder für sonst was für eine Konsole. Und dann checkt das Ganze unbedingt ab. Unten ist direkt der Link in der Videobeschreibung und G steht für Gönn. So, Freunde, gehen wir rein, würde ich sagen. Erste Karte, gehe ich auf folgende Position, Freunde. Bin ich sehr, sehr heiß drauf. Es kommen nur Banger-Karten, kann ich jetzt schon sagen. Mindestens Preis 125k und dann würde ich sagen... Gib ihm, komm. Easy, ich hab auch schon gesucht. Oh und, mein Gott. Boah. Okay, fängt schon gut an. Ich geb dir 7, Max. Die Nummer 7. Oh mein Gott, oh mein Gott, Junge. Ey, Enza, hättest du jetzt mir die 6 gegeben, ich hätte hier meinen Stuhl abgebaut, hätte mich dann auf den Schrank gesetzt und hätte Kopf über gespielt, ne? Ich meine, das ist gerade krass ernst. Also, das, Freunde, das wäre es wirklich um ein Jahr komplett. Wen wolltest du? 7, ne? 7, ja. 7, okay, okay, okay. Freunde, übrigens, Enza auch unten unter erster Link in der Videobeschreibung, checken ihn aus und natürlich ein kostenfreies Abo bzw. Follower lassen, ihr wisst Bescheid. Und, ja, nehme ich den mal und du nimmst bitte die Nummer 3 auf der ersten Seite. 3, top, habe ich im Verein. Die Karte ist auch gefühlt 7-mal auf der Seite. Fängt super an, nehme ich mit. Guck mal, super. Ja, kauf mal kurz. Okay, Freunde, 125.000 sind eingegeben. Wir gehen auf die nächste Position. Ja, ich bin auch bei den nächsten. Geh mal auf Seite 2, bitte. Okay, Seite 2. Ja, und nimm auch bitte die Nummer 2, weil ich habe letztes Jahr 2 Team of the Years gezogen. Ich habe dies hier noch. Hast du schon dies hier eingezogen? Ich habe De Bruyne gezogen, ja. Boah, Junge, mein Lieblingsspieler. Freunde, schreibt mal gerne unbedingt jetzt in die Kommentare, wie viele Team of the Years ihr gezogen habt oder ob ihr überhaupt einen gezogen habt, weil die Packrate dieses Jahr ist ja wirklich, das spaltet das Netz, sage ich mal so. Max, weißt du, was das Problem ist, Bro? Erzähl. Hättest du auf der ersten Seite die Nummer 2 gesagt, hätte ich ein Team of the Year. Auf der zweiten Seite ist es auch gut, aber der Team of the Year hätte ehrlich geschmeckt. Hättest mir auch eine geile Nummer sagen können. Aber wenn kann Bene kurz einen Gastauftritt machen und mir eine Nummer sagen? Ja, klar, natürlich. Okay, Bene, du darfst Fan von Nummer mir sagen. 1 bis 10. 2. 2. Du siehst den doch. Jetzt wirst du die 2 nehmen. So, ich darf die 2 nehmen. Perfekt. Soll ich 9 nehmen oder so? Nee, passt. Ja. Ich nehme 2. Okay, die ersten 3 Spieler sind da. Nächste Position, Max. Ja. Ich bin jetzt den Besten. Ja. Ich bin jetzt den Besten. Okay, komm. Du gehst mal bitte mit der 7 jetzt auf ganz entspannt. Oh, okay. Seite 1, ich habe die Seite noch nicht gesucht, ne? Ja, ja. Die habe ich auch schon im Verein, Alter. Was passiert hier? Junge, ich gebe dir einen Verein. Was ist das denn? Hast du Pelé? Ich habe jede Karte im Verein. Ey, Nummer 7, das ist ganz nice, chemietechnisch. Also bei mir ist es gerade richtig, richtig schlimm, ne? Ich gehe bei dir mit der Seite 2 und mit der Seite Spieler Nummer 7. 7? Boah, das ist ein Brett, Freunde. Ich glaube, der ist... Oh mein Gott, hätte ich die Team of the Year-Variante von dem gehabt, Freunde, hätte ich hier, sage ich mal... Alright, Freunde, wir kommen zur nächsten Position. Ich würde sagen, ich mach mal mit der hier weiter da. Ja, ist auch... Also jetzt bitte konzentrier dich, okay? Konzentrier dich und wähle mir einen Team of the Year, bitte. Ich suche jetzt. Let's go. Seite 1, Spieler Nummer 10. Nein, Mann, das war der Schlechteste. Das war der Schlechteste, Mann. Nimm doch den hier, Mann. Den habe ich sogar schon im Verein. Den habe ich schon im Verein, Mann. Und du gehst bitte, komm, du gehst mit, ich bin sauer, gehst bitte auf Seite 2 und dann Nummer 5. Ey, der Fliegenfänger, ich kann das nicht. Ich weiß nicht wieso, aber es ist nicht das, was ich will. Aber die Seite an sich war jetzt auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob die Chemie technisch, ja, bringt einfach null Chemie. Ey, weißt du, wie viel Chemie ich darf? Du wirst lachen. Wie viel Chemie hast du? So, ja, lass gleich mal gucken. Ich hab's verdrängt, glaube ich. Easy. Ja, 4 Chemie. 4 ja, Chemie. Ich hab auch 4 Chemie. Bei 5 Spielern. Bei 5 Spielern 4 Chemie. Bro, ich hab auch 4 Chemie. Und darf das einer eine Hero-Karte? Ich muss mal sagen.
Digga, das ist so krank. Hey, das ist so gottlos. Ich hab jede Liga bisher, ne? Ich hab jede Liga. Wie viel hast du nochmal? Ich hab auch viel Chemie. Freunde, loslassen. Alles völlig. Ich mach mal mit der, oder? Nee, ich mach mit der. Never change running oder winning. Ich weiß gar nicht. System. Ich gehe mal mit der nächsten Position rein. Du darfst wann immer. Okay. Guck mal, ich gehe jetzt auch auf die nächste Position. Ja. Aber bei dir nehme ich jetzt mal. Zeig mal einfach mit dem Finger in die Kamera, welche Zahl du willst. Ich muss es fühlen. Ich schlag gleich ein Bildschirm ein. Bitte. 5. Nein, Mann, Junge, was ist denn das? Das ist die gleiche Spielerin, aber das ist nur ihre Impfung-Karte und nicht ihre Team of Tier-Karte. Das heißt... Alter, ich kann das nicht. Ich hätte sie mir direkt geholt. Ich hab extra Points für sie. Ah, schade. Oh mein Gott, ich hole sie. Ach, Mann. Also, der ist wahrscheinlich auch nicht so schlechte Impfung, aber... Mhm. Ja, du bist... du gehst bitte mal mit der 1 auf ganz frech so. Ja, das ist gut. Der ist gut. Also, war sogar gefühlt der Beste auf der Seite. Nehme ich mit. Sehr gut, Junge, Eisen, hey, Eisen sag ich, perfekt. Eisen, Digga, perfekt. Junge. Ja, aber chemietechnisch, also das ist echt das Schlimmste. Oh, ja, nächste Liga. Ich habe 5 Ligen jetzt, glaube ich, schon drin, ne? Bei 6 Spielern. Nice. Ich bin immer noch bei 4 Teamchemie. Du hast 4 Chemie, ich habe 7 Chemie. Ja, das heißt, ja. So viel Unterschied macht es eh nicht. Aber ich muss dir sagen, von den Einzelspielern an sich, das sind Top-Spieler. Das sind Top-Spieler. Ja, Einzelspieler bei mir auch. Top-Spieler. Ich bin zufrieden. So, 125k sind drinnen. Puh, also, ist eigentlich relativ egal, wenn du hier triffst. Ist echt ehrlich. Ja, geh mal mit der 4, bitte, steht für Lifestyle, komm. Du hast den schlechtesten, so fast den schlechtesten getroffen. Perfekt. Okay. Aber chemietechnisch... Bringt was. Ich nehme bei dir auch die 4. Die 4, ist okay. Hast du mir den teuersten gegeben auf der gesamten Seite? Der ist, glaube ich... Boah, Freunde, also für die Position ist das, glaube ich, die teuerste Karte mit dem Spiel. Aber hol mal. Also, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß, warum Bene den ausgewählt hat. Ich glaube, er hat es zwar selber nicht gesehen, aber der hat einen ganz gewissen Trade, Freunde. Guckt ihn euch an. Diesen Trade. Und den werde ich sowas von spammen in Game. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich gehe rein mit der Position vorne. Eventuell mit einer offensiven Position. Ich habe auch meine Position. Vamos. Bitte, Max. Und jetzt kann es krachen. Okay, geh du mal bitte mit der Nummer 9. Ich suche jetzt mal, okay. Nummer 9? Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Da geht's einfach nicht. Das ist chemietechnisch der beste Spieler, den du mir geben konntest. Okay, bin ich mal sehr gespannt, wer es ingehen dann ist. Ey, warte, ich hatte vorher 4 Chemie, ne? Weißt du, wie viel ich jetzt habe? Mit 2 Spielern? 18 Chemie. 18. Digga, was für 80 Chemie? So, davon träume ich. Jetzt hat meine ganze Mannschaft noch am Ende nicht mal, ne? Ich gebe dir die Seite 2. Ja. 2, okay. Und den Spieler Nummer 6. Ja, oh Gott. Oh Gott. Arme Mann, arme Mann. Und Freunde, bevor ich es vergesse, kommt unbedingt noch in meine WhatsApp-Gruppe rein. Da gibt's geile Giveaways und immer geile Announcements und so. Deswegen alles kostenlos, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Die letzten 3 Positionen, chemietechnisch bin ich auf jeden Fall überlegen. Und das Schlimmste ist, wenn du keine Chemie hast, ne? Ja, die werden sich spielen lassen, Freunde, wie Kraut und Rüben in Game. Ich sag dich ganz genau, ehrlich. Genau. Okay, ich hab die nächste Position, ist eine heftige Position, 125k. Bei mir auch. Überleg's dir richtig, bitte. Du bist dann. Ja, okay. Geh mal mit der auch Seite 2 und mit der Nummer 2 bitte auch. Danke. Ich glaube, Karte ist ganz nice. Chemietechnisch könnte sie auch eigentlich gut sein. Ja, ja. Zwei Chemie ist okay. Ich bleib bei der Seite 1 und gebe dir eine Spieler Nummer 8. 8, wichtig. Da war ich sogar drauf, Junge, was ist denn das? Ich fasse den Controller. Übrigens, mein Controller ist auch blau, ne? Wegen Team of Tier, Freunde. Das ist geisteskrank. Den habe ich auch schon im Verein und das ist auch eine blaue Karte. Ich kann das nicht, Freunde. Also hier sind gerade Zufälle, das ist völlig geisteskrank. Wirklich. Völlig geisteskrank. Nächste Position. Bist du ready? Ich bin ready, Bro. Freunde. Vorletzte Position. Und du gehst bitte. Weil jetzt die vorletzte ist, nicht mit der 2, sondern mit der 3. Bitte, hau ihn irgendwas Schlechtes mit rein, Transfermarkt. Es wäre nicht geil, wenn er da überall so... Also Seite 1, Spiel Nummer 3? Und 3, ja. Du hast den Besten bekommen. Oh, genau, eine Mio Plus Spieler. Das ist, ich habe eine schlechtere Version im Verein, aber man darf ja die schlechtere Version nicht spielen. Deswegen müsste ich die bessere Version kaufen. Aber coins-technisch haben sie nicht mal so viel Unterschied. Trotzdem hast du mir eine krasse Karte gegeben, ne? Also die 3 ist ehrlich heftig. Deswegen gebe ich dir die 3. Auf entspannt, auf Lock. Haben wir beide Maldini, ne? Let's go. Auf Ernst?
Ja. Leute, wir waren doch Innenverteidiger. Ey, wirklich, das kannst du mir keiner erzählen. Aber war auch bei dir, oder? War bei dir? Ja, Baldini. Ah, das ist, Freunde, lassen wir es gut sein. Lassen wir es einfach nur noch gut sein. Ja, sehr schön, aber ich freue mich. Also, Baldini ist top. Let's go. Letzte Position, Freunde. Das ist die hier. Und ich sag dir ehrlich, die Icon war gerade so wichtig. Die hat mir so viele Chemiepunkte gemacht. Das glaubst du gar nicht. Okay, letzte Position ist eingestellt. Ich auch. Du darfst zuerst. Gib ihm. Okay, du gehst bitte mit der Seite 2 und mit der 6, komm. Digga, ist das ein SPB, wo ich alles im Verein habe? Die 6 habe ich auch im Verein. 1 wäre krass, 1 wäre brutal, aber 6 habe ich im Verein und deswegen bringt die sogar sehr gute Chemie, Alter. Die bringt sehr gute Chemie. Ich gebe dir Seite 1, Spieler Nummer 9. Oh mein Gott, gib mir doch die 8, da war Eusebio und ich habe die bessere Karte von denen im Verein. Ich kann das nicht. Ey, wer ist das denn, Mann? Den soll ich jetzt hier im Sturm spielen? Ich hole den mal, Freunde, und dann gucken wir uns mal die Chemie an. Hey. Ja, der letzte übrigens gerade, das war der günstige, der kostet 12.000. Also wir hatten ihn da gerade für 125.000 plus draufgestellt. Der kriegt eine Anzeige von mir, ich sag's dir ehrlich. Ansonsten, Team ist okay, 26 Chemie. Wie viel hast du? Ich habe 28 Chemie. Ja, komm, Freunde, wir laden uns ein in unsere Lieblingsfußballsimulation und let's go. So, Freunde, dann gucken wir uns mal die Teams kurz an. Torhüter haben auf jeden Fall einen gleichen. Oh, Belling! Achso, stimmt, Belling war der Starspieler. Ja, Belling war der Starspieler. Das wärst du mit Belling. Aber du hättest mir übrigens zum einen Haar Puteas reingesnappt. Puteas Totti, ne? Deswegen. Oh. Oh, nee, Bonmati Totti meine ich. Aber ich glaube, Puteas sogar auch. Ah. Ja, Freunde, gut Kick, Nione. Let's go, guten Kick. Sehr gut. Sehr gut. Ach, und komm, den. Alter. Nein, mach ich so. Also, wenn ich den nochmal rüberlege, freue ich mich der allerletzte, okay? Das ist übrigens Benes Starspieler. Das ist die Ballon. Warum der jetzt? Ich weiß es nicht. Ey, Freunde, ich will nur auf Skippen. Ich bin nur auf Skippen drauf. Keine Ahnung, der hat automatisch gemacht, ne? Und dann konnte ich nichts mehr machen. Digga, also wirklich, das Gameplay ist so delayed, Mann. Die laufen alle vom Ball weg. Trivella, da bist du doch! Ja, ich werde Bene jagen, wenn ich ihn sehe. Ich werde ihn jagen. Bene, Grüße gehen raus, Mann, wenn du sie siehst. Okay. Kurz schlafen geschickt worden. Ah. Van Dijk muss raus. Ja. Ich geh noch auf Autoblock, hey? Was ist das denn? Ich geh noch auf Autoblock, yeah. Musiala stark, Oberdorf, sehr schön. Jetzt ist sie motiviert. Ey, Bobby Moore, bitte. Das ist ein Fernando Torres, Freunde. Das ist kein krasser Stürmer, aber der weiß, wo der Kasten steht, glaube ich. Oder? Oh mein Gott, was gemoved, Mann. Was gemoved, Mann. Jawohl. Modric, super Ding. Einfach abwarten, im Richtung mit dem Pass spielen. Und jetzt Di Natale! Habe ich gemoved, konnte ich nichts machen. Rein die Futterluke! Das war doch abseits! Ist der Linie nicht noch da? Nee, ne? Sehr schön. Was war das gerade für ein Dreher? Nein. Top! Was? Elfmeter! Nein, Mann! Ey, das kannst du keinem erzählen. Ich schwöre es dir, das geht nicht. Lena drückt mir ein Tor. Obi, bitte. Lena Oberdorf. Nein. Let's go, Mann. Let's go. Anschlusshype gibt es aber nicht mehr von den EAFC. Von daher alles entspannt. Oh. Was ist das für ein Pass? Ich move in die falsche Ecke. Let's go, Mann. Wichtig, wir sind wieder da. 4-4-63 zu Freunde. Das sind nämlich die Eckball-Varianten, Freunde. Er war nie weg. Wenn ihr ein Eckball-Tutorial wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Leon Goretzka auf einen Schmied. Digga, ich habe gerade 4-2 geführt und innerhalb von 3 Minuten 3 Tore oder so kassiert. Ne? Das ist geisteskrank. Lena, bitte nicht. Lena. Ja, Lena, bitte. Warum? Stark, Lena. Warum, Mann? Ach komm, ich kann das nicht mehr. Es ist einfach krass. Schön, die ganze Zeit über deinen wunderschönen Bobby Charlton gespielt, kann ich dir sagen. Ja, also das ist so also geil, Bobby Freunde. Bobby Charlton, das ist ein Bronzespieler gerade, also wirklich. Ja. Oh mein Gott, ja! Ja, Grimaldo! Ich will nichts sagen, aber das war heftig gerade. Ich kann das nicht, ne? Ich kann nicht mehr, Freunde. Wollen wir wieder Golden Goal machen, 10 doppelt? Ja, easy. Let's go, Freunde, Golden Goal. Oh mein Gott. Modric, und das ist die Entscheidung! Ja!
Heute keine Discards für mich. Heute keine Discards für mich. Max Malle ist in Wolfsburg im Bruch. In der 93. kassiert, ich kann das nicht mehr. Ey, ist das geil. Ist das geil. Sehr schön. Ich habe fertig umgestellt. Ich sag dir ganz ehrlich, ne, also Oberdorf war so krank in Game. Das ey, die war brutal. Also, ich dachte, mir, das, die kostet 1 Million Münzen, lohnt die sich so viel, aber ja, die war brutal. Ja, ja. Also, ja. Auch in der 120. also in der 100. Minute gefühlt. Ey, ja. Digga, die war krank. Ich kann euch sagen, vorhin war wirklich Lena Oberdorf super, super Person auch so in Real Life. Also, sehr, sehr nett, Freunde. Und ja, aber heute hat sie mich in Game auf jeden Fall da zerstört. Schade. Okay. Und sie spielt übrigens auch ganz gut FIFA, ne? Also, das ehrlich? Nur ganz kurz zum. Ja, ja, die hat so ein übelst krankes Team übrigens. Das, Freunde, also, sie spielt auch privat FIFA? Boah, ja, 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 ja. Krass. Die spielt Rivals und alles da, ja, ja. Heftig, Mann. Weekend League und so. Okay. 2 Kirschen hast du, 2 Discards. Also ich habe, also ich glaube 7-8 Leute kosten hier genauso 300k. Also du wirst safe so 500k mehr wegschießen, sag ich. Und im schlimmsten Fall 7 Millionen. Guck mal, was der kostet, Digga, der Bellingham. Boah. Ich kann das nicht. Boah. Genau, ich überlege gerade, was ich nehmen könnte. Bist du ready? Leider, ja. Ich habe diese Position ehrlich lange nicht mehr genommen. Ich gehe einfach mal auf deine Außenverteidiger. Also Außenverteidiger? Mhm, beide. Okay, ey Freunde, das nehme ich hier so mit. Ich glaube, Fernando Torres kostet nur 20k und das nehme ich so mit Kurzhand mit, das glaubst du gar nicht. Ich glaube nur noch Dudek wäre ein bisschen weniger wert gewesen, genau, hätte 39 gekostet, schade. Ja, Torres ist es einmal und dann dein wunderschönes Aspadoni. Ich glaube, Karls eigentlich eh Karten so. Ja. Wunderschön. Freunde, lasst es Musik in meinen Ohren. Sprengt auf jeden Fall den Like-Button, wenn wir es hier nochmal machen sollen. Freunde, lasst ein Abo da, lasst ein kostenloses Follow da, auch beim Ende. Ihr wisst Bescheid, checkt den Eber ab, checkt alles drunter ab. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal rein und ciao, ciao.